Oh Leute, es ist da! Afterbirth ist da! Ja, wir haben es geschafft. Okay, Pressstart. Ich werde vorher kurz meine Daten importieren. Ja. Okay. Wir starten auf dem Re-Platinum-Bot. Den Lady Run, den werde ich mir aufheben für den Stream. Ich würde sagen, wir starten einen neuen Run. Wir haben Lilith als neuen Charakter. Ansonsten sind alle gleich geblieben. Wir gehen kurz das Menü durch hier im Let's Play. Optionen, hier gibt es noch irgendwie ein paar neue, hier Active Cam extra hat. Ich weiß nicht, wofür das ist. Statistiken, ja, das ist das, was wir haben. Items sind die gewohnten, aber es zeigt jetzt unten immer an, was die können. Und da sind die ganzen neuen. Ich bin gespannt. Wir starten einen neuen Run mit Isaac. Auf geht's im Hard-Modus. Schauen wir mal, was Afterbirth uns zu bieten hat. Okay, wir sind im Basement, alles ganz normal. Hat sich hier ein bisschen verändert, hier sieht man, was man freigeschaltet hat bisher. Auf geht's. Okay, erster Raum. Noch keine Neuigkeiten. Oh, und wir rennen direkt hier blöd rein, okay. Alles noch gut. Ich weiß nicht, gibt's auf der ersten Ebene jetzt Devil Loot? Oh, ich bin so aufgeregt, ich werde das ja gleich streamen. Denn derzeit lädt dieses Video hier hoch. Also wenn ihr das gerade guckt, dann bin ich gerade live auf Twitch. Für alle, die so interessiert, okay, wir suchen hier ein Item raus. Bisher hat sich noch nichts verändert, ne? Ist alles noch wie gewohnt, da ist der Item raus. Und hier sehe ich auch noch was. Kommt mal hier in mein Bömmchen. Sehr gut. Oh, gleich das Damage ab, das ist schon mal sehr gut. Und wir haben das Schweinchen. Das kennen wir ja auch schon. Warum habe ich das nicht gerollt? Naja, egal. Kriegen wir ein bisschen Kohle, wenn wir getroffen werden. Machen drei Striche Schaden. Das ist auch erstmal ganz gut. Kriege ich den von hier? Nein, natürlich nicht. Aber den. Den kriege ich. So. Der Raum ist neu. Den kenne ich so noch nicht. Ein neuer Raum. Wir haben schon einen neuen Raum gefunden. Wow. Okay. Kriege ich auch noch irgendwie? Ja, wow. Eine Batterie. Oh. Oh, das ist interessant. Eine Bombe wäre noch ganz cool. Das ist kein Raum. Aber da vorne sehen wir schon auf der Map da unten. Einer von den neuen L-Räumen. Ah, ich hoffe aber eigentlich mehr, dass wir mal ein neues Item finden. Okay, wir haben einen Schlüssel. Ja, in den Shop müsste man eigentlich auch reingucken, ne? Vielleicht gibt es da was Neues. Wir werden sehen, wir werden sehen. Den Run, den hauen wir jetzt hier schnell durch. Und dann geht's ab in den Livestream. Freu mich schon. Okay, was haben wir hier? Das ist einer der besagten neuen L-Räume. Einfach markieren. Hoffentlich ist kein Schaden mehr für uns. Da ist eine Superform. Die darf ich nicht klacken. Alles beim Alten bisher. Außer, dass der Raum da ist. Ich merke, das ist ein bisschen aufgeregt, ne? Aber das kann man ja wohl nicht machen, ne? Also das Spiel hat sich ein bisschen verspätet. Deswegen hat sich das alles so ein bisschen gezogen. Okay, okay. Wir müssen da hinten weiter. Hier gibt es doch nichts. Ich könnte das halbe Herz hier mit dem Ohr zu. Ich hoffe einfach nur auf ein neues Item in diesem Run. Okay, auf geht's. Neuer Boss vielleicht? Little Horn. Okay, der ist neu. Keine Ahnung, was er macht. Er lässt uns in ein Loch fallen, okay? Oh, und er hat so eine fette... Oh mein Gott. Das war nicht so einfach. Den muss man erstmal richtig... Oh, der ist schwierig. Und der haut immer ab. Okay, die Kugel können wir zerstören hier im Moment, das ist ganz gut. Ja, das kannst du ruhig machen. Okay, die Kugel. Okay, vor dem Loch ausweichen. Der schießt Löcher, alles klar. Sehr, sehr merkwürdig, aber sehr cooler Gegner. Filmmusik. HP ab, rerollen. Na gut, ein anderes HP ab. Das andere macht, glaube ich, hätte doch noch Damage abgemacht, ne? Keine Ahnung. Nächste Ebene, wir sind heiß. Wir haben keine Zeit. Wie spät ist es? Okay, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ansonsten will sich mein Monitor gerade ausschalten. Da haben wir gerade gesehen, war ein bisschen anders. Oh, Burning Basement. Das ist neu. Wir haben ein neues Basement. Sieht ganz cool aus. Es brennt auf jeden Fall ein bisschen. Okay, das ist neu. Einfach mal so eine rote Kiste. Jawohl, das hätte schon mal vorkommen können, ne? Kann ich hoffen, die Dinger schießen immer. Was ist drin? Pandoras Box, okay. Wenden wir einfach mal an. Zum Vorteil für uns. Wir brauchen auf jeden Fall ein blaues Herz, damit wir auf der Ebene ein Level bekommen. Weil auf der ersten gibt es keinen. Ich glaube, das haben sie auch nicht geändert. Warum sollte man das auch? Was ist das? Ein mysteriöser Sack. Tour of Diamonds. Nehmen wir erst das. Dann machen wir Tour of Diamonds. Was? Habt ihr das gehört? Tour of Diamonds. Okay, vielleicht Sack kann ich die Karten nennen. Ich nehme das mal mit. Vielleicht müssen wir irgendwo rerollen. War eigentlich gar nicht so schlau, ne? Wir hätten den Würfel mit Räumen aufladen sollen.
erste Superform. Oh, ich muss mich schon selber um. Tschüss. Alles klar. Oh, da war der Geheimraum, sehr gut. Oh, da ist ein neuer Gegner, da ist ein neuer Gegner. Was machst du? Okay, du machst nicht sehr viel. Aber das Burning Basement sieht gut aus, ne? Ich weiß nicht, ich mache das Spiel für euch mal ein bisschen höher. Von der Helligkeit. Weil auf YouTube, da ist es dann doch mal ziemlich dunkel. Machen wir mal so. Ja, sehen wir, glaube ich, ein bisschen mehr jetzt. Also hier speziell. Hoppala. Ich bin noch ein bisschen auf Energy, ne? Ich habe mich auf den Stream vorbereitet. Okay, wir gucken erst in den Geheimraum. Mal gucken, was da los ist. Und es gibt ja jetzt auch den Schwierigkeitsgrad Greedy Mode, ne? Weiß auch noch nicht, was damit auf sich hat. Wir werden es erfahren im Let's Play. Freue mich, dass ich heute mit euch schon mal die erste Folge durchleben kann. Ich habe das schon mal ein bisschen im Voraus für den kleinen Trailer gemacht. Der Raum war merkwürdig. Alles noch beim Alten und ich hoffe, wir kriegen jetzt ein schönes Item. In diesem schönen Itemraum, in diese schöne Spinne gemacht haben. Ah, es ist nicht so geil. Okay, ein bisschen Damage ab. Ein bisschen mehr Damage ab. Okay, da ist was Neues. Wir kaufen es direkt, ne? Wir wissen nicht, was es macht, aber wir kaufen es. Double Item Vision. Nehmen wir mal das blaue Herz mit. Wow! Wir haben die Items multipliziert. Geil! Jetzt können wir More Options gratis mitnehmen. Wir haben alles hier multipliziert. Das ist ja geil. Geiler Würfel. Wir können unseren die Six locker aufladen. Das war cool, ne? Vor allen Dingen haben wir jetzt mal Options, die wir beide rerollen können. Also wir kriegen was bestimmt auch ein neues beim Boss jetzt, ne? Cool, cool, cool. Alles klar. Erste neue Item. Check. Wir haben es. Ist hier ein blauer Stein? Nein, leider nicht. Vorsicht, okay. Okay. Euch hat sich nichts geändert. Ihr seid immer noch nervig und schnell unterwegs. Okay, wir klären erstmal die Seite. Okay, und jetzt kümmern wir uns um die Seite. Kommt doch schon raus. Ah, er kommt raus. Stirb. Alles gut, alles gut, alles gut. Ach, auf Fahrt. Das ist jetzt keine Herausforderung. Naja, es geht hier mal wieder in den L-Raum aus der ersten Ebene. Ah, da habe ich mich treffen lassen. Blöderweise das blaue Herz hier. Das ist gut, falls wir einen neuen Boss bekommen. Aber noch haben wir kein rotes Herz verloren, also ist noch alles gut. Die könntet ihr nehmen vielleicht auch. Haben wir hier irgendwo einen Stein drüber sehen? Ich muss sagen, die Optik von dem Basement hier finde ich ein bisschen schwierig. Das ist so nebelig, man muss sich ein bisschen anstrengender gucken. Ich darf nicht so viel Zeit lassen. Ragman, das klingt nicht gut. Okay, den habe ich schon mal gesehen auf einem Screenshot. Der macht das jetzt erstmal. Schießt dann, wirft seinen Kopf hinter uns her. Jetzt wird das zu einer Spinne sein Kopf. Okay. Davon müssen wir, glaube ich, aufpassen. Dass wir hier nicht zu viele haben. Oh, das war ein Devil. Verdammt, schade. Den hätte ich gerne gesehen. Nützt ja nichts, ne? Okay, Kopf zerstören. Okay. Ich glaube, ganz gut. Also immer auf den Kopf gehen, wenn er den losschmeißt. Und da haben wir ihn. Alles klar, wir rerollen auf jeden Fall. Nee, alles dasselbe. Hier ist ein Shotspeed ab, das ist ganz gut. Schießen wir uns schon. Schade, den Level, die um ein halbes Herzchen verkackt. Weil wir den Gegner nicht kannten. Okay, gibt's hier auch was Neues? Ja. Oh, er ging im Kleidchen zur Schule. Da müssen wir natürlich auch alles zeigen, ne? Alles, was neu ist. Okay, diese neu. Wow, verdammt schnell. Eieiei, das war's hier auch wieder mit dem Level Deal, okay? Vielleicht finden wir noch Goldlet oder eine Joker-Karte. Die sind schon ein bisschen fieser, ne? Aber wir spielen ja auch auf Hard. Schade. Okay. Nächste. Wow, bist du groß. Was ist sonst nicht so groß? Was hast du hier geworden? Du musst mutiert. Aber wir haben sie besiegt. Ah, XL-Raum, ich weiß nicht. Wir gehen erst da hinten hin. Ich hoffe ja noch auf ein blaues Herz. Vielleicht haben wir noch eine Chance auf der Regie. Okay, besiegt. Alles gut, komm rüber. Ah, können wir von hier besiegen. Nee. Sehr gut. Teufel, guck doch mal, wie viele Herzchen ich habe für dich. Superform. An der Wolke ist auch nichts neu. Außer, doch, die wurde verändert, ne? Die hatte sonst immer noch ein Loch. Justice. 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 Alles klar, die Karten werden jetzt richtig cool angesagt, wenn man die verwendet. Okay, ein Hammer. Und der andere folgt zugleich. Den Würfel haben wir auch fast wieder voll. Wir brauchen den Itemraum noch. Ja, und hoffen einfach noch auf den Level hier.
hoffen, dass die Folge nicht so lang wird, ne? Au, oh, ihr seid deutsch, alles klar. Da hab ich nie aufgepasst. Das war's wieder mit der Musik. Ich habe auch noch keinen First Room gesehen, ne? Okay, merken wir uns. Ah, mit denen habe ich in dem Raum davor gerechnet. Oh, und die noch. Eine Münze, alles klar. Wir müssen durch den XXL-Raum. Wer hat anders gedacht? Bum, 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 bum. Oh, neue Fliegen. Was macht ihr? Oh, eine Superform. Oh, ist das nervig. Okay, ihr explodiert anscheinend. Also ganz normale explosive Fliegen. Mit einem anderen Skin, ja. Komm schon. Ja. Ah, und die schießen halt noch ein paar. Was sind diese schwarzen Verfolger? Was machen die? Ah, die verwirren den ganzen Raum. Mit denen können wir mitkämpfen. Alles klar. Ja, Devil, die wird schwierig auf hart hier. Ich wollte aber direkt auf hart starten, damit wir gleich alles sehen. Okay, ihr seid neu. Okay, ihr habt halt irgendwie was. Ein zweites Kinn bekommen. Gehen wir in den alten Raum. Abel! Weg. Ah, oh, Little Hound. Ich hole mir die Batterie. Das geht noch besser. Wir können ein bisschen auf Damage gehen, weil wir eh keine Level kriegen. Oh, ich bin vorbei. Ja, aber ich denke, weit komme ich eh nicht, ne? Sterbe ich vorher. Ja! Juhu! Wartet mal ganz kurz. Machen wir noch das Spiel ein bisschen leiser. So. Ich könnte das vielleicht auch ein bisschen besser verstehen. Sollte hoffentlich. Okay, da wollte ich nochmal würfeln. Oh, auch nicht geil. Okay. Ich glaube nicht, dass. Was ist das denn für ein geiler Raum? Ich bin jetzt wirklich eingeengt. Das hat was von Zelda, ne? Okay, noch eine Bombe. Keine blauen Herzchen hier irgendwie. Oh, ich hasse euch. Ich habe euch bei Reverse gehasst. Ich hasse euch bei Afterburst. Und ich werde euch immer weiter hassen. Egal, welchen DLC ihr noch auftaucht. Wo geht's denn zum Boss? Hä? Habe ich einen Raum übersehen? Da ist unser blaues Herzchen. Die nehmen wir auch mit, damit wir nochmal im Itemraum rollen können. Hä, wo habe ich denn den Weg? Ach, im XL-Raum. Jetzt nochmal links, das ist klar. Zack, Blank Card. Oh, auch so gut, ne? Aber nicht mit dem D6, wir wollen neue Items sehen. Der Item Packer funktioniert nicht, ne? Nein. Ich glaube, er zeigt euch nur den Seed an. Zeigt er euch den Seed an? Er zeigt den Seed an. Ist das der? Ne, alles klar, der Item Packer funktioniert nicht. Ist ja klar, ist ja auch nicht Rebirth, ne? Also schon, aber als Erweiterung, ach, ihr wisst, was ich meinte. Okay, Range könnte noch ein bisschen geiler sein. Ja, und der Damage sowieso immer, ne? Aber dann, da bist du, komm her. Okay. Nein. Und komm her. Jawohl. Keine Münze, ein sehr großer Raum, auch ein neuer Raum. Wie es mir auffällt, okay. Dich kenne ich auch aus dem Screenshot. Eine dicke Fledermaus. Du hältst einfach ein bisschen mehr aus, oder? Ich glaube ja. Lass mich. Okay, oh, Schlüssel haben wir hier aber echt jede Menge. Oh, und die ganzen Dicken wieder. Komm, 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 komm. Okay, und du noch. Oh, es gibt bestimmt wieder einen neuen Boss, ne? Eieieiei, ich bin gespannt. Nee, es ist passiert. Oh, noch kleiner der Raum. Oh mein Gott. Okay, bisher geht's ganz gut. Ich halt einfach weiter drauf. Das ist gut, dass wir so schnell schießen können, ne? Ich denke, das rettet uns. Nein, uns fehlt ein Ding zum Rerollen. Bisschen Nahkampf. Ja, aber das Ding schützt uns nicht. Ich nehme den Snack mit. Umso länger leben wir. So, ich gucke gerade nochmal hier rüber. Alles klar, wir haben noch ein bisschen Zeit für den Stream. Also ich muss, ich hab gesagt, in einer halben Stunde wollte ich anfangen. Gucken, wie es wird. Okay. Oh, ich kenne. Ja, in so einem L-Raum geht es eigentlich, ne? Sagt er ja und wurde getroffen. Ne, noch geht es. Auf der Ebene können wir tatsächlich mal wieder ein Level-D bekommen. Wir haben ein blaues Herzchen. Mal gucken, wie ich mich anstelle. Fliegen müssten wir können, ne? Dann kommen wir halt an so manche Sachen ran. Wir haben schon ein bisschen was verpasst, auf jeden Fall, wenn wir fliegen konnten. Und ich weiß nicht, was du machst. Droppst du eine Batterie, droppst du Geld? Eine Batterie, immerhin.
Okay, weiter geht's. Ja, dich können wir auch noch. Okay. Au. Das ist blaue Herzchen fast weg, ne? Hast du auch einen Schutz? Nicht an. Den Angriff weiß ich gar nicht. Kann man den überhaupt ausweichen? Stimmt, ne? Nee, ich kann es nicht. Oh Mann, hier hast du eine Bombe. Und die Left Hand. Nehmen wir die mit für, ja, für rote Kisten. Ich glaube schon. Wir haben eh gerade kein Trinket, also von daher. Verdammt, der hat uns wieder die Level gekostet, ne? Oh, Spinnen. Ja, okay. Und die Spinnen und überhaupt alles kostet mich den Level. Ja, ich spiele ja sonst auch normal, ne? Das, aber Afterbirth mussten wir jetzt einfach mal testen. So, wo ist der Itemraum? Ich hätte hier oben gar nicht hingemusst. Okay, wir hätten uns das Herz sparen können und so weiter. Jetzt geht's los, gleich bin ich tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm schon. Okay. Komm. Und die beiden noch. Jetzt wird's langsam doch ein bisschen eng, ne? Oh, Leben. Jetzt nur nicht an so einer weißen Fliege sterben, das wäre ärgerlich. Wo gehst du denn hin? Lass bitte meine Tränen laufen, danke. Okay, Itemraum. Nein, wir kennen's. Ah, Yuffie Blast ist jetzt auch nicht so geil. Schnell die Batterie holen. Ich hoffe einfach, dass wir noch ein schönes neues Item bekommen. Wie dieses Doppel-Item. Wir haben schon ein neues Item gesehen. Ja, Mann, Afterbirth Hype! Okay. Wir werden schnell nochmal rollen. War hier oben in dem. Ne, hier ist das Herz gewesen, ne? Ach Mist, ich hab gedacht, da wäre vielleicht noch ein Herz. An die rote Kiste würde ich gerne ran. Ansonsten. Ja, ich könnte den Item-Tracker nicht ausmachen, wenn der eh nichts bringt. Ansonsten. Was haben wir jetzt? Ist das euer Ernst? Was soll ich damit? Okay, ich kümmere mich erst einmal da oben. So, im Shop kriegen wir hoffentlich mal wieder ein rotes oder ein blaues Herz. Ach, ich explodiere, okay. Bomben haben wir auch jede Menge, aber keine blauen Steine. Oh, ein neues Item. Wir nehmen das Herz. Wir nehmen das mit. Jaw Flies, gotta catch them all. Ich kann damit Fliegen fangen. Oh, ich will mal die Six mitnehmen. Sorry. Obwohl, ich möchte kurz das Item ausprobieren. So viel Zeit muss sein. Zack. So funktioniert das nicht. Wie fange ich das jetzt? Ah, jetzt haben wir eine Fliege. Jetzt haben wir zwei Fliegen. Okay, und die werden wir jetzt auf Gegner loslassen. Hoffe ich. Wenn nicht, sammle ich noch ein paar. Oh. Ah, sehr cool, sehr cool. Coole Idee. Ich kriege blaue Fliegen. Wow, der war unsichtbar, ne? Oh mein Gott. Komm schon, gib mir eine Full Health Pille oder so. Oh, gar nichts. Ehrlich, Spiel! Afterbirth ist einfach hart, kommt zu spät und dann ist er noch voll schwer. Run sterben ist natürlich echt bitter. Bitte gib einfach auf! Du auch! Ich brauche ganz dringend ein Herz! Ich habe 5 Fliegen! Und wir sind tot. Wir haben ein bisschen was Neues gesehen, ne? Den Rest sehen wir im Stream. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tut mir leid, dass es so ein bisschen doof war jetzt, ne? Wir sehen uns im Stream. Und dann ab morgen gibt es ganz normale Folgen. Macht's gut. Ciao.